Guten Abend zusammen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama, heute Abend aus Bern. Auf euch wartet der Felix Hornung. Ein Oberländer träumt mit dem FC Breitenrain zusammen vom Aufstieg. Und die Neujahrstradition Chemiefäger, warum bringen die eigentlich Glück? Jetzt aber zuerst noch Aktuelles aus der Region, kurz und kompakt für euch zusammengefasst. Hans Bieren gibt die Rennleitung am Kunisbergli ab. Nach 28 Jahren beim Skiweltcup Adelboden trägt er am Wochenende das letzte Mal die Verantwortung. Die einheimischen Reto Depp und Stefan Vochenu stehen als Nachfolger in den Startlöchern. Der Super-Ski wird in Wengen nachgeholt. Neben den beiden Abfahrten und dem Slalom findet in diesem Jahr in Wengen auch ein Super-Ski statt. Der wird am Donnerstag, 13. Januar ausgetragen und eröffnet damit die 92. internationalen Lauberhornrennen. Steffisburg. 10 Zulgtaler Gemeinden unterstützen neu die Kulturlegi. Auch Personen mit geringerem Einkommen können ab diesem Jahr die sogenannte Kulturlegi beantragen. Das ist ein Ausweis, wo man verschiedene vergünstigte Eintritte bekommt, z.B. in Kinos, Museen und Schwimmbäder. Da die Mitgliedschaft über einen Sozialdienst zugläuft, sind auch alle 9 weiteren Gemeinden neben Steffisburg eingeschlossen und können von diesem Angebot profitieren. Ein Oberländer träumt in Bern vom Aufstieg. Es geht um einen 25-jährigen Felix Hornung. Er war längere Zeit der dritte Goalie beim FC Thun Berner Oberland. Jetzt ist er der erste Goalie beim Quartierverein FC Breitenrain zu Bern. Und mit diesem Club könnte er unter Umständen den Aufstieg schaffen, von der Promotion in die Challenge League. Felix Hornung, ehemaliger FC Thun-Spieler. Man steht jetzt hier auf dem Spitz beim FC Breit. Und vielleicht spielt man hier schon gleich die Challenge League. Ja, wäre möglich. Wir haben bis jetzt eine unglaubliche Saison gehabt. Wir haben nie verloren, 18 Spiele lang. Ich weiß nicht, wenn das letzte Mal jemandem gelungen ist. Und gleich sind wir sehr bescheiden hier. Wir haben eigentlich eine relativ ruhige Saison gestartet. Wir haben überraschend nach 4-5 Runden sind wir erst gewesen. Und haben gesagt, genießen es einfach, solange es möglich ist, solange wir dort oben sind. Und jetzt sind wir immer noch da oben. Ist wirklich unglaublich. Wie wäre es eigentlich für dich als ehemaliger Thun-Spieler gegen Thun zu spielen? Ja, wäre schon ein kleiner Traum, muss ich sagen. Es wäre sehr cool, ich würde es extrem genießen, aber es geht nicht um FC Thun. Das wäre die ganze Liga, die fantastisch wäre. Also es wäre für den Verein etwas Einzigartiges. Aber eben, ich glaube, wir schauen noch nicht so weit. Wir nehmen Spiel für Spiel. Wir wissen nicht, ist es möglich, ist es nicht möglich. Und darum machen wir einfach weiter. Wie ist so die Stimmung in der Mannschaft oder auch für dich persönlich, jetzt, wo man so gut in die Winterpause geht? Ja, ist schon anders. Wir genießen es sehr. Wir merken, die Leute hier im Quartier haben Freude, sprechen einem an. Man merkt, es ist irgendetwas anderes und man genießt es. Aber sonst ist eigentlich alles genau gleich wie sonst. Es muss zuerst mal eine halbe Saison noch geshootet werden. Es sind 18 Spiele, was noch geht, spielen. Und dass nach der Pause wieder so in einen Flow hineinkommst, ist eine grosse Herausforderung. Und dann kommt natürlich noch zu alles andere mit dem Abklären, ob es überhaupt möglich wäre. Und darum befassen wir uns gar nicht mit dem als Team. Wir probieren einfach so weiterzumachen und dann schauen wir, wo der Weg hinführt. Und jetzt zu den Chemiefäger. Und so einen Glücksbringer könnte der FC Breitenrain im Moment ja auch brauchen. Aber warum bringen die eigentlich Glück? Der Glaube, eben, dass Chemiefäger Glücksbringer sind, der ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Und auch wenn sich der Beruf in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat, der Glaube, der bleibt bestehen. Meine Kollegin Gina Krückel hat eine Chemiefägerin aus der Region begleitet. Ja, dann nehmen Sie ihn. Gehst du rüber? Ich glaube, dann kann ich das noch sehen. Es ist ein spannender Beruf. Es ist lustig zu sehen, so Stadtleben und Landleben. Der Unterschied ist recht krass. Aber es gefällt mir eigentlich. Wieso hast du dich für das entschieden, für die Ausbildung? Es war eigentlich ein Witz von meiner Mami. Der Chemiefäger ist zu uns gekommen. Und ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und dann hat sie gefunden, ich gehe doch aufs Chemiefäger schnuppern. Und als ich gegangen bin, musste ich sagen, oh, eigentlich ist es das, was mir schon gefällt. Also, ich habe es dann gemacht und jetzt gefällt es mir immer noch. Was sind denn so deine Aufgaben als Chemiefägerin? Ich nehme halt nicht mehr viel mit dieser Vorstellung des schwarzen Anzugs auf den Dächern zu tun, oder? Also aufs Dach gehen wir immer noch, ab und zu. Aber wir machen eigentlich die schwarze Feuershow. Also wir schauen alles anschauen, kontrollieren, mit der Reinigung durchführen und mit den Kunden reden. Was ist dein Lieblingspart davon? Mit den Kunden reden.
Also das heisst, die Leute freuen sich auch, wenn ich komme. Also ich kann jetzt von meiner Perspektive reden. Als Frau hat man noch ein bisschen mehr Bonus. Die Leute noch viel mehr Freude, wenn man kommt. Aber morgens, wenn man so ein auf dem Land ist, dann gibt es immer ein Kaffee oder ein Snüni. Also dann schon, man kommt schon zum Reden. Logo ändern. Ja. Die Chemiefäger oben auf dem Dach oder auch zum Beispiel die Veranstalter der Skirennen, die jetzt da sind, sie wünschen sich ja sicher schönes Wetter. Und ob es in den nächsten Tagen mehr Sonne gibt, mehr Wolken oder mehr Niederschlag, das erfahrt ihr in ein paar Momenten von unseren Kollegen vom Etio News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf jungfrauzeitung.ch und uns gibt es dann morgen Abend wieder. Ich wünsche euch einen schönen Hinweis. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Ich grüße Sie heute mit grauem Himmel von der Eiger Nordwand. Die Schweiz liegt im Bereich von einer westlichen Strömung zwischen einem Tief über dem Mittelmeerraum und einer Tiefdruckzone über Nordeuropa. Darin eingelagert erreicht uns nach wie vor milde und auch feuchtere Luft. Morgen zieht dann ein Sturmtief über Deutschland in Richtung Osten. Wir befinden uns dann im sogenannten Warmluftsektor, bevor uns dann in der Nacht auf den Mittwoch eine markante Kaltfront erreicht. Wir starten den Dienstag mit Wolken und zeitweise auch Regen im Oberland. Dazu messen wir am Morgen rund 5 Grad von Thun bis auf Meiringen, rund 6 Grad in Grindelwald und bis zu 4 Grad in Adelboden. Durch den Tag ist es wechselnd bewölkt und es bleibt länger trocken. Vorübergehend können auch größere Auflockerungen in der Wolkendecke entstehen. Dazu messen wir milde bis zu 14 Grad in Thun und auch in höher gelegenen Orten, wie zum Beispiel Ingstadt, bleibt es morgen mild mit bis zu 11 Grad. Morgen kommt ein kräftiger Südwestwind auf, der auf exponierten Bergspitzen auch Orkanböen erreicht. In der Nacht auf den Mittwoch erreicht uns dann eben eine Kaltfront, die zu einem grossen Temperaturrückgang führt. Es bleibt wechselhaft mit Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefere Lagen. Auf den Donnerstag erreicht uns dann ein Zwischenhoch, das uns einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolke bringt. Für den Freitag nehmen dann die Wolken wieder zu und vor allem gegen den Abend kann es auch regnen oder schneien ab ca. 500 bis 700 Meter. Aus Wochenende zeigt sich bis jetzt wechselhaft. Es wird ein bisschen genauer Auskunft dazu, können wir aber schon bald geben. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen ganz, ganz schönen Abend. Bleiben Sie gesund und bis gleich. Ade miteinander.